Wo ist Medici nur hin? Wo sind jetzt eigentlich meine alle hin? Ich glaube, die sind alle noch im Tower. Wo wir jetzt auch hingehen. Unsere Helden haben das oberste Stockwerk des Turms erreicht. Es ist nicht mehr weit bis zum Orakelsaal und eine Audienz mit der Göttin höchstpersönlich. Ich frage mich, wer der Bossgegner wird. Hat sich erledigt, der da. Not good. That thing's trying to batter down the door and force its way in. The Oracle. It must be on the other side. The Oracle? Then we must fight. We cannot let our only hope of saving her be lost. Cease and desist, fiend. You shall not be permitted to go a single step further. Da hat er gehört. Da bin ich mal gespannt. Im Yango ist ja Gott sei Dank noch einmal gebufft, aber wir haben unsere. Hä, wo kommt die Flamme? Achso, von der Tür. Ich wollte gerade sagen, hä, wo kommen die Flammen her? Alter, Finne, wie kann man denn nur so schlecht da in allen liegen? Kannst du den Dingern auch nicht ausweichen, du? Aua. Okay, die hat halt gerade, aber gut, die hat. Ich würde gerne, dass er ein bisschen. Ja, das hat uns vorhin getroffen. Mr. Pussycat. Weg. Macht irgendwelche Techniken, aber wir, solange wir irgendwie immer in der Nähe sind. Okay, er ist nicht weit genug ausgewichen. Okay, wir müssen auch auf das Tor des Orakels achten, sehe ich gerade. K.O. Können wir gleich eskalieren. Können wir uns eigentlich gleich darum kümmern? Weil im Endeffekt sind wir gerade gut drauf. Dann können wir die nämlich gleich ausschalten hier. Den Schlag hätte ich zwar gerne auf den anderen gemacht, aber ich habe da nicht drauf geguckt, ehrlich gesagt. Aber ein Schlundwächter ist dann weg, das ist auch viel wert. Ein Schaman sprengt das Schlachtfeld zum Einstieg mit Krach und verteidigt fortan seine Position. Können wir machen? Oh Gott, der hat noch so ein großer Schlund oder was? Ah, ich krieg nichts mit. Okay, die hier hinten erstmal erledigen. Au, au, au. Flachsack. Angriffskraft erhöht. Das war knapp. Wer hat uns gerade die Zauber und Fähigkeiten geklaut, ehrlich gesagt? Den Schlundwächter hier erstmal erledigen.
Ich glaube, da kommen die ganze Zeit diese Lachsäcke und die klauen uns, glaube ich, die Fähigkeiten. Okay, wir haben wieder welche. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komme nicht... Darf ich auch mal irgendwie mich bewegen in diesem Spiel? Oder ist dieses Spiel ein allgemeines Du-darfst-dich-nicht-bewegen-Spiel? Ist das jetzt so? Ist das jetzt the New Game? Oh Mann, das ist unsagbar ärgerlich. Ehrlich. Wenn die einen die ganze Zeit da stehen lassen und dann sagen... Jetzt hast du Pech, ne? Kumpel, jetzt? Jetzt hast du Pech. Ja, aber ich möchte... Nein, wir stehen dir jetzt persönlich im Weg. So, der ist aber gleich tot. Hier ist sonst noch ein Krug. Du versuchst den Schlundwächter, der steht einfach nur da. Und dann versuchst du es, ja, aber es geht halt nicht. Oh, leck mir doch den Sack, ey. Meine Herren, ey. Die ganze Zeit versuchst du diesen blöden Schlundwächter anzugreifen. Inferno Slash. Inferno Slash. Schön, wenn er stirbt. Spiele, die einen Dauer betäuben, sind immer die besten Spiele. Da weißt du, dass sie alle richtig gemacht haben. Verreckt aber auch nicht, ne? Kannst tun, was du willst. Der verreckt nicht. Sag mal, ist das hier irgendwie jetzt ein New Game, dass die Dinger mehr Leben bekommen als alles andere? Lass mich das da einsammeln. Lass mich das da... Oh, ey. Das mag ich nicht. Ehrlich, da bin ich überhaupt kein Fan von. Wenn da Sachen liegen und ich kann sie nicht einsammeln, weil da ein Monster drüber hüpft. So. Meine Güte, da. Kämpfst ja ewig gegen diese Hacksaurier und alles, da. Dann stehen die ständig im Weg. Du kannst nirgendwo langlaufen. Die stehen halt einfach da. Lassen dich nicht ausweichen, lassen sich nichts mehr machen. Bäh. Na, ist safe bei euch da hinten? Bestimmt. My strategy was flawless. Sieg ist für uns. Fiese Monster, das uns im Weg stand, ist niedergestreckt. Der Feind war im Einfluss von Furcht, in der Tat. Aber wir haben mit großer Anstrengung am Exakt. Kommt, die Göttin erwartet uns. Wow. Immer mein Level ist abgegangen. Maybe she's not in, or... Wait! Behold! Oh. Ah. Child of light. Brave companions. You have done well to guard this, my sanctum, from harm. You have my thanks. The goddess of light. This is her. Hear me, O goddess! I beg you! A comrade of ours has been swallowed by the darkness. We seek your counsel. Can she be returned to her former self? There is a way. Your companion can be restored. And the benighted world tree saved thereby. She can. And the world tree too. They can truly both be saved. However, the means to do so
is yet beyond you. You require a greater power. The true power of the light. Child of light, north and east of this place, the Shrine of Scales lies hidden beneath the waves. You must journey there and undergo a trial. If your heart is pure and your will unbending, you shall prevail. And the true power of the Children of the Light shall be yours to command. The true power? The power to bring brightness to all things, to drive out darkness wherever it may be found. This is the true power of the light. Yes! Then we must make our way there! Friends, to the Shrine of Scales at once! Your Majesty, wait! I must seek further counsel first. Oh, Goddess! Velasco of the Children of the Night spoke to us of certain things. He would have us believe that the imprisonment of the Dark Dragon has caused our world's true nature to become distorted. This is why he plunged Yggdrasil into darkness, why he invites the Dark Dragon's return. Could it be true? Could the balance of our realm really have been corrupted? Many, many eons ago, a pact was made. Shadroth and I were to maintain the balance of dark and light in our realm. But as our world matured, and monsters and humans grew greater in number, the darkness came to outweigh the light. Shadroth, having gained this advantage, brought forth yet greater and deeper darkness, and sought to bring the world entirely under his dark dominion. Together, the Children of Light and I fought to thwart his intentions. And after a long and arduous struggle, the Black Dragon was at last imprisoned. Then, in order that his dark power might not rise again, that he might never be awakened from his slumber, I created the world tree, Yggdrasil, who drinks in all the world's darkness, and within whose great veins that darkness becomes light. This is the true story of the struggle between light and dark, of the world tree's birth. So, if Velasco's scheme succeeds, the Dark Dragon will reawaken, and the world will be plunged into darkness once more. It will. And so the seal which binds him cannot be suffered to break. Child of Light, the fate of our world rests in your hands. You must free the world tree from the grip of the darkness and prevent Shadroth's reawakening, no matter the cost. Alas, my physical form was lost in the last great battle with the Dark Dragon. As such, I am unable to fight beside you, to guide you as I would wish. However, the Circle of Light, in whose heart my power was sealed, will surely aid you in your quest. The Circle of Light? That's the thing the Elven Elder was talking about. Yeah, that's right. The thing that looks like Bluey's crown, isn't it? Where do you reckon we can find it, Your Holiness? The Circle of Light. It, too, may be found in the shrine beneath the waves. Superlative. Both the power of the light and its armlet can be obtained in an identical location. In which case, we must depart with haste. This is not a time to be lingering superfluously. I am not wrong. Every minute we waste, Yggdrasil grows weaker, and the seal binding the Dark Dragon with her. Dear Goddess, I give you our thanks and a promise. I hereby swear that I shall overcome the trial and deliver our world from peril. I truly believe that you will, my child.
Now, you must go. But know that I watch over you. Always. Wir sind gegen den Turm geflogen, oder? Huch. What in the heavens? Das sieht so flauschig aus. Confound it. The pinnacle of light will not last long. I must think. I must devise a counter strategy. Let it go, lad. It's already too late. Get us out of here now. Das Teil ist riesig. Das war das größte Monster, das ich je gesehen habe. Zu unserem Glück schien es sich nicht für den Wolkenbrecher zu interessieren. Fürs Erste sollten wir in Sicherheit sein. Aber der Turm des Lichtes ist nicht mehr. Und mit ihm die einzige Möglichkeit, die wir hatten, um bei der Göttin Rat zu suchen. Ich kann es kaum glauben, dass ein Monster, das solch zerstörerische Kräfte besitzt, überhaupt existiert. Die Größe dieser Kreatur. Einfach unfassbar. Ja, für gewöhnlich hört man so etwas nur in Legenden und Märchen. Aber das eben war keine mystische Gestalt. Das war Björn der Böse. Du kennst dieses Ungetüm? Ja, Papa hat mir oft Geschichten von ihm erzählt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Er nannte ihn die Bestie, die einem Berg gleicht. Auch ich habe Geschichten über diese Kreatur gehört. Aber stets geglaubt, dass sie nicht mehr als Sagen sei. Diese Mythengestalt nun in Fleisch und Blut zu sehen. Valescu beschwört sogar Monster aus Mythos für unser Zweck. Für seinen Zweck. Sein Hass auf Kinder des Lichts muss wirklich von großer Leidenschaft sein, dass er solche Taten verübt. Ja, das muss er. Es hat den Anschein, als wolle er jeden Hinweis darauf, dass die Kinder des Lichts jemals existiert haben, vernichten. Was bedeutet es, dass er vorhat, auch den Schrein der Wägung und den Reif des Lichtes zu zerstören? Verdammt und zugenäht. Wenn das passiert, verlieren wir unsere einzige Chance, den Welpenbaum und auch Sandy retten zu können. Ich muss mich also umgehend der Prüfung stellen und die wahre Macht meines Clans erlangen. Ohne sie ist Sandy verloren und der dunkle Drachen erwacht. Zum Schrein der Wägung, Kameraden. Wir dürfen nicht zulassen, dass Valescos finstere Pläne aufgehen. Wir sind kein Level abgegangen. Wir sollten aber jetzt endlich mal unsere Talentpunkte verteilen. Katzenhafte Karte. Uah, da müssen wir wieder gegen diese Katze kämpfen. Blalalala. Wir haben auf jeden Fall neues Gebimsel. Ich gucke erstmal bei den Waffen, ehrlich gesagt. Okay, da finden wir nichts Besseres. Hier haben wir das. Vipernriemen zum Beispiel. Medyr. Oh, 13.000. Oh Gott. Oh. Ja gut, muss ja, ne? Muss ja irgendwie doch. Wir können ja immer noch verkaufen. Oh Gott. Schön, dass ich aber auch gerade diese Axt gekauft habe. Toll. Fühl mich jetzt auch nicht doof oder so. Danke. Oder das Schild. Toll. Müssen wir unsere alten Sachen alle verkaufen. Ich würde gerne alle verkaufen. Oh, das ist aber doof. Ey, das Verkaufen ist ein bisschen nervig. Jedes Mal Ja drücken und jedes Mal alle einzeln verkaufen und... So, das Ed-Florett müssen wir aber behalten, weil das hat Sandy gehört. Okay, leck mich mit verkaufen, brauch keine Sachen. Sorry, aber das... Das reizt. Das reizt mich komplett. Höher, schneller, weiter.
Da kriegen wir den Monster. Das sollten wir annehmen. Weil höher, schneller, weiter kriegen wir mehr Monster. Weil wir nur einen Steingolem dafür vernichten müssen. Weil die mit den Taschen kriegen wir ja einfach nicht. Aber vielleicht müssen wir das nicht. Müssen wir das? Tiefe Taschen müssten wir auch noch machen. Oh, hier habe ich... Das habe ich erfüllt. Können wir das annehmen? Sehr schön. Dragomor Magus am Stiel. Happy Hunting. Und das. Dann haben wir nämlich zwei weitere Missionen schon mal abgeschlossen. Einmal das. Steiniger Weg 1. Mal sehen, was wir da bekommen. Weil wenn da eine 1 hinter ist, müsste es doch garantiert irgendetwas Gutes bringen, oder? Weiß ich nicht. Es klingt dann so, als ob es davon auch zwei gibt. Zwei zusätzliche Heilungssteine. Na, das ist doch mal was. Okay, das mit dem Stein müssen wir auf jeden Fall machen. Weil mehr Heilungssteine können echt helfen. Der Rest ist alles so... Topf Heiligenasche und so, ja. Haben wir das hier mit dem Stein? Nee, wir haben hier noch tiefe Taschen und so, aber... Aber nichts mit dem Stein. Aus den Federn. Zack. Fertig. Well done. Mini-Medaille. Gut. Machen jetzt hier ganz kurz das Ganze mal, ne? Titel haben wir garantiert. Oh, zwei sogar. Also nehmen wir erstmal hier unten. Keine Ahnung warum. Für das Anwerben von Monsterkopan vieler verschiedener Spezies. Da kriegen wir eine Mini-Medaille. Ich weiß gar nicht, was wir noch für mit den Mini-Medaillen machen können. Also es kommen auf jeden Fall noch 2, 4, 5 Dinger. Weil es ist ja hier dran. Wenn wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und hier beginnt nämlich schon der Schloss-Schleimi. Okay, irgendwas Neues hier. Irgendjemanden? Please take this. Please take this. Metallschleimritter, ja, von denen haben wir auch ordentlich welche zernackst. Oh, da hört schon auf, wa? Ja. Naja, ein paar Mini-Medaillen haben wir. Welcome, welcome. 18. Können wir nichts mit anfangen, ne? Der Bogen wäre halt auch cool für sie, ne? Und das Metallkönigsschild wäre halt auch einfach geil, ne? Oder welche von den Dingern hier, Engelskugel. Das ist schon, wäre schon auch geil. Aber 70 ist halt auch echt ein, ist eine Hausnummer, ne? So, wir wissen immer noch nicht, wo Medici ist. Hello, Ducky. Hello, Ducky. Wasserkugel ist auch schon. Aber ich würde gerne erstmal neue Waffen kaufen und dafür brauchen wir Geld. Beziehungsweise müssen verkaufen und das Verkaufen nervt hier ohne Ende. Aber schön, wir haben zwei neue Heilungssteine. Das ist sehr gut. Sollten wir dann auch öfter annehmen. So, aber wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich gehe gleich meine Heilungssteine alle hier mal aufladen. Oder gehe ich jetzt aufladen und dann kann ich dann nämlich auch gleich speichern. Ich verabschiede mich dann jetzt schon mal. Warte, Heilungssteine da? Ja, jetzt haben wir nämlich schon 5 Stück. Und wenn wir das nämlich nochmal, das wäre ganz nice. Das ist auch absolut nicht teuer dann. Oh Gott, ist das teuer. Ist das teuer? Naja, gut. Ist aber hilfreich, weil es heilt ja doch 80. Und wenn Jessica gerade nicht heilen kann, wenn sie gerade nicht Hustle macht. Die Einzige, die musst du auch immer dabei haben, oder? Jessica, du bist gezwungen, hier Jessica mitzunehmen. Weil Heilung. Ich weiß nicht, sonst kann keiner Heilung. So, aber, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal Feierabend. Ich verabschiede mich jetzt. Ich lade das jetzt noch schnell alles hier auf und dann speichere ich und dann ist auch Feierabend. Beim nächsten Mal muss ich auch nicht dran denken, dass ich eigentlich Talentpunkte verteile. Mal schauen. Okay, ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann weiterhin versuchen, Geld zu finden und alles auszugeben und Pleite und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr wisst, wie es abläuft. Ich bin jetzt erstmal raus. Wir machen dann auch den Steingolem für mehr Monsterkumpan. Wichtig. Die können uns immer helfen. Wenn wir immer einen Hackzilla dabei haben oder tausende Hackzillas dabei sind, auch hilfreich. So, jetzt aber wirklich bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.